Hamburg European Open. Also es geht darum, dass wir die Spieler auch den Fans und den Zuschauern ein bisschen näher bringen können. Autogrammstunden wie mit Alexander Zverev oder Dominic Thiem sind natürlich die beliebtesten und da stehen ganz viele Kids und wollen unbedingt ein Autogramm erhaschen oder ein Foto. Und eben auch die jungen Deutschen, dass man die dem Publikum näher bringt, dass sie mit ihren Fans in Kontakt kommen. Und für uns als Turnier ist es natürlich auch super, wenn wir den Sponsoren Fotos, Videobeiträge etc. Zur Verfügung stellen können. Du hast gerade schon Alex Zverev und auch Dominic Thiem erwähnt. Welche Stars sind sonst noch so unterwegs hier in der Village? Also bei uns waren auch Gravitz und Mies, die Doppelsieger von den French Open, die wirklich zwei super liebe Jungs sind und uns sich sehr viel Zeit genommen haben für unsere Aktivitäten. Und sonst eigentlich alle Spieler sind recht offen, um mit uns was zu machen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wann, wie und wo, damit man sie nicht vom Eigentlichen des abhält. Wie stehen die Fans dazu? Wird es gut angenommen, das Ganze? Also natürlich, jeder möchte Autogramm, Fotos bekommen und erhaschen. Und wenn da ein Spieler hautnah durch das Village spaziert, dann ist natürlich jeder dran, um mit dem irgendwie in Kontakt zu treten. Also ich finde es schon, dass es sehr, sehr gut angenommen wird.